ins Inventar packen. Ich schwimme auch noch mein Boot weg, jo. Ich glaube, es hackt. So, auf in die Weiten des Ozeans. Ne? Ja. Yippie! So, ich hoffe, jetzt finden wir keine Dungeon oder so. Ich glaube, die Dungeons sind auch weiter außerhalb, ne? So mitten im Meer. Ja, weiß ich nicht, wie die das mittlerweile alles so. Ja, es gibt ja immer so Mythen, ne? Auch mit den Dörfern und so. Du findest Dörfer da, wo sich der See splittet und so ein Schwachsinn. Das stimmt aber nicht. Ne? Ich glaube, das kannst du auch sagen, dass das nicht so wirklich so ist. Ja, hörst du bitte auf zu laggen. Das wäre dezent gut. Also ich glaube, hier kommt man nicht weit mit dem Boot. Nee, dann kehren wir mal um. Kehren! Nee, warte mal, ich muss in die andere Richtung drücken, sonst zerschellen wir gleich hier. So, ich will ja ins Meer hinausfahren und nicht hinein. Ne? Oh, ich liebe das, wenn das so immer so leckt, weißt du? Weil das Boot ist ja schon ziemlich schnell. Deswegen benutze ich es ja auch so gerne. Wenn man schnell von A nach B kommt. Zwar muss man meist im Kreis fahren, aber ob ich jetzt im Kreis laufe oder fahre, ist ja auch relativ. Können wir mal uns die Koordinaten anschauen? Vielleicht soll ich in die andere Richtung fahren, ich weiß es nicht. Ja, diese Oktopusse. Die machen übrigens das Boot auch kaputt, ne? Was? Ja. Zwar unabsichtlich, aber sie machen es kaputt. Es tut mir auch sehr leid, aber naja. Bim. Bäm. Ja, mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ich fahr übrigens gerade in Pluskoordinaten rum, ne? Vorne. Das ist doch schon mal gut. Hm? Nicht, wenn es plus 800 gleich sind, ne? Kommt auf die Koordinaten, die Achse an. Ja, wie gesagt, mit dem Zeug reisen, das ist nicht so. Aber ich fahre hinten ins Minus, glaube ich, weiter, oder? Ja. Irgendwann falle ich aus dieser Welt, weil es so Minus ist. Ja, mal schauen. Also ich denke mal, irgendwo wird es dann bumm machen und dann bin ich wieder zu Hause. Ja, ich habe ja auch das Morbium nochmal gewonnen, ne? Und sowas. Ja, und hier vorne sind die Fichten. Ganz viele sogar. Das ist jetzt, glaube ich, auch das dicke Fichten-Ding, ne? Es gibt ja die dünnen und die dicken Fichten. Ja. Ja. Könnt ihr auch alt und neu sagen. Aber, ne? Ich sag mal dick und dünn. So, bim. Bim bei Baum, ne? Kennt man ja so. Was ist das denn da hinten? Ah! Ein Mythel? Müsel? Müslibium? Ja, der hat mit dem blöden, gebrannten Leben da halt. Mesa, keine Ahnung. Biom. Ich weiß nicht diese neuen Namen, also. Naja, sagen wir nicht so zu. Aber naja, ist halt so, ne? Gib dem Kind einen Namen und dann. So. Hoff, dass es drauf hört. Ist ja nicht immer der Fall so, ne? Oh, das war jetzt dezent laut, wa? Nee. Hast nicht gehört? Soll ich es nochmal machen? Nee. Ich wette, in der Aufnahme ist drin, aber du hast es wieder nicht gehört. Ja, bestimmt zählt er wieder, da vergisst er ja alles. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, tut mir echt leid. Nö, ist doch alles Wunderbärchen. Also, ne? Ja, da hinten hätten wir schon mal Wüste. Wessen Wüste oder Dings, wissen wir ja nicht. Ich schreibe mir auch so selten die Koordinaten von allem auf, ne? Wäre eigentlich schon irgendwo intelligent, ne? Aber weißt du, was ich hier für Blöcke hätte? Wenn ich mir von jedem Pups die Koordinaten aufschreiben würde. Ei, das sieht mir da hinten nach Ende aus. Oktopus, bleib unten! Nein! Bah! Bim! Ja doch, also das hier ist bestimmt nicht mehr das Meer und ich glaube, das Bötchen zerschellt gerade. Und da sind wir ja mitten wieder im Nirgendwo.
und sind lebensfroh. Ja, wir haben mal wieder eine riesenschöne Mega-Monster-Wüste gefunden. Die Nase juckt weiterhin. Bist und du denn unterwegs? Ich weiß es nicht. In der Wüste. Hast du gerade gehört? Soll ich mal die Koordinaten durchgeben? Da winst du aber. Glaube ich. Ah, sieht schön ja aus. Also, ne? Au. Aua. Hui! Was machst denn du? Lore fahren oder wie? Hm? Ah, ich bin gut im Raten, wa? Ja, ja. Ich trau diesen Löchern nicht. Nein. So, also da drüben haben wir auch ein schönes grünes Biom. Ich glaube, das ist einfach Grasland. Ist mal so richtig schön flach und grün und so, ne? Da hinten sind schon wieder Birken. Sag mal, weißt du, wo dein NPC-Dorf ist? Ja. Irgendwas mit minus 2000. Hinten oder vorne? Hinten. Und vorne? Weiß ich nicht warum. Ich kann ja mal gucken, ob hier ein Nether-Portal ist. Ich habe nicht gerade ein Wüstendorf gefunden. Guten Tag. Na, wie geht's denn so? Immer dieselbe Antwort. Vielleicht verstehen sie einen so besser. Aber ich wette, du hast auch alle Truhen und so gekillt, ne? Also gelootet, gegrieft, weiß der Kuro. Ja, also das Eisen nehmen wir schon mal mit. Das kann man immer brauchen. Entschuldigung. Aber jetzt bin ich da runtergeflogen. Oh, Kohle gegen Smaragd. Das finde ich genial. 24 Smaragd gegen 24 Smaragd gegen ein Kohle. Das wäre ja mal ein Preis, ne? Der freut sich hier aber. Wie wolle, sag ich dir. Oh, das mit dem Update geht mittlerweile relativ fix. So, da haben wir uns wieder einen Freund gemacht. Was hast du denn da? Oh, eine Eisenschippe, Effizienz 3 und Haltbarkeit 3. Ist gar nicht mal schlecht. Soll ich die ihm abkaufen? Für 5 Smaragde? Nee, für einen hätte ich es gemacht, aber 5? Nee. Dann crafte ich es lieber selber. Ne? Das ist mir zu teuer. Das ist ja ungeheuerlich, jo. So, mal gucken, was der Nachbar hier bietet. Rohes Fleisch habe ich gerade nicht mit. Aber auch Hühnchen. Ja, beides nicht. Tut mir leid. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber... Schön, hast du 16 Fäden. Oh, Smaragd gegen Pfeile. Aber 8 Stück ist nicht gerade die Wolle, wa? Bist du das schon wieder? Immer dieses Gedrängel um einen, ne? Uah. Ich hab nur Wieleder, aber ich glaube, das nimmt er auch nicht. Zweimal dasselbe. Also es sind zwei verschiedene gewesen, aber die handeln beide dasselbe. Boah, Stärke 3, worauf kannst du das legen? Auf dich selber oder was? Jetzt bin ich stark, Meister Papa oder so. Ja, solche Häuser lieben wir natürlich wieder, ne? Also total fail gebaut. Tralalalala. Ich habe hier kein Bett. Das tut mir sehr leid. Ha, ich bin trotzdem reingekommen. Tachchen. Zombiefleisch gegen den Smaragd. Oh, der ist doch richtig nice, muss ich mal sagen. Oder? Ist gut, ja. Ja, gut, dass er hier oben ist. Ich könnte dir auch die Koordinaten geben und du gehst mal durch den Nether, ne? Oh Mann, oh Mann. Ja, es könnte jetzt die Nacht ein bisschen schwierig werden, weil hier werden gleich Zombiehorden einfallen. Oh, guck mal, tauschst du noch Kohle? Das finde ich cool. Ja, da freust du dich auch, ne? Ich mich auch. Ah, oh, meine Nase juckt. Ja, Holz habe ich auch mit. Meine Güte. Es juckt mir wieder die Nase. Ey, sind zu viele Sachen kaputt, ey. Haha. So. Gucken wir mal. Ja. Hat ein paar Häuschen mehr als mein anderes Dorf.
Also das, was wir gewonnen haben.